Kampf gegen Assad. Der syrische Widerstand formiert sich. Syrien ist ein für alle Mitspieler gefährliches Schachbrett im Nahen Osten. Ein falscher Zug kann in der ganzen Region großen Schaden anrichten. Also greift keiner wirklich ein. Derweil metzelt der junge Diktator sein aufständisches Volk. Über 2000 Menschen sollen schon getötet worden sein. Doch die Regimegegner geben nicht auf. In einem Internetvideo haben ehemalige Generäle Assads die Gründung einer freien syrischen Armee verkündet, auch um das eigene Volk vor den Truppen des Diktators zu schützen. Halim Hosni berichtet über ein Land, aus dem nur noch selten Fernsehbilder den Weg nach draußen finden. Tamar Lawam ist ein führendes Mitglied der syrischen Opposition. Seit über 10 Jahren schon bekämpft der Filmemacher das Assad-Regime. Wir trafen ihn zum ersten Mal Mitte Juni, als er auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle auf Schmugglerpfaden von der Türkei aus ins syrische Grenzgebiet aufbrach. Dorthin, wo tausende Oppositionelle vor den Angriffen der Sicherheitskräfte geflohen waren. Tamar Lawam versorgte sie mit Medikamenten und Nahrungsmitteln. In den Camps trafen wir damals auch einige desertierte Soldaten. Einer der jungen Offiziere hatte Assads Armee den Rücken gekehrt, weil er es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, auf wehrlose Menschen zu schießen. Ich bin Anfang Juni während eines Heimaturlaubes geflohen. Als ich in meiner Stadt ankam, haben die Menschen dort demonstriert. Sie forderten Freiheit und die Absetzung des Regimes. Damals hatte er noch die große Hoffnung, dass sich im Niemandsland der Widerstand gegen das Regime formieren könnte. Doch dann rückte die syrische Armee bis an den türkischen Grenzzaun vor. Seitdem stehen sich die Assad-Truppen und die Opposition Aug in Aug gegenüber. Tamar Lawam hat nun 2 Monate später unter Lebensgefahr das Grenzgebiet wieder aufgesucht und die Oppositionellen 4 Tage mit der Kamera begleitet. Die syrische Armee und der Geheimdienst wollen keine Menschen direkt an der Grenze. Sie wissen sehr wohl, dass sich die Opposition dort aufhält, und die wollen sie vertreiben. Alle 2 bis 3 Stunden habe ich dort Schüsse gehört und Explosionen. Es ist wie im Krieg. Die wenigen, die im Grenzgebiet noch ausharren, sind hauptsächlich desertierte Armeeangehörige. Sie wollen das Assad-Regime jetzt mit militärischen Mitteln bekämpfen. Eine neue Qualität des Widerstandes. Denn bislang wollte die Opposition dem Regime keine Rechtfertigung für die Anwendung von Gewalt geben. Begonnen hat das mit einer Videobotschaft. Ein ehemaliger Oberst rief vor wenigen Wochen die Soldaten Assads dazu auf, sich ihnen anzuschließen. In seiner Gefolgschaft auch der junge Offizier, den wir im Juni trafen. Die Truppe nennt sich Freie Syrische Armee. Ihr Kommandeur, Oberst Riyad al-Assad, gab Tamar Lawam ein Exklusivinterview. Die Freie Syrische Armee bekämpft die Banden des Regimes und beschützt das Volk. Das Regime ist so arrogant geworden, dass keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als es mit Gewalt zu entfernen. Davon sind wir überzeugt und wir werden so lange weitermachen, bis wir dieses Ziel zum Wohle des syrischen Volkes erreicht haben. Auf Fahnenflucht steht die Todesstrafe. Doch diese Deserteure scheuen sich längst nicht mehr, ihr Gesicht zu zeigen. Ihr Leitspruch: Freiheit oder Tod. Ich habe mit meinen eigenen Augen mindestens 300 bis 500 Angehörige der Freien Syrischen Armee gesehen. Natürlich sind das nicht viele, aber zusammen mit den anderen Einheiten im Kernland ist es schon eine eher große Gruppe. Inzwischen sollen an mehreren Orten des Landes Einheiten der regulären Streitkräfte die Front gewechselt haben. So haben sie es Tamar Lawam erzählt. Diese schützten nun die Bevölkerung vor Angriffen der Sicherheitskräfte. Die Regimegegner setzen auf den Schneeballeffekt. Schon heute seien viele auf dem Absprung. Jeder ist sich selbst der Nächste. Jeder, der merkt, dass dieses Regime fällt, wird dann mit Sicherheit seine eigenen Interessen verfolgen und nicht mehr die des Regimes verteidigen. Der Assad-Clan gab den allgegenwärtigen Geheimdiensten den Auftrag, genau dies zu verhindern. Sie führen das Kommando bei der Niederschlagung selbst des kleinsten Widerstandes. Tamar Lawam hat im Grenzgebiet einen ehemaligen Unteroffizier des berüchtigten militärischen Geheimdienstes getroffen.
Er und seine Truppe hatten die Order, den Marsch zehntausender Regimegegner auf seine Heimatstadt Idlib Ende Mai aufzuhalten. Als der Demonstrationszug näher kam, ging ich zu meinem Vorgesetzten und sagte ihm, das ist doch eine friedliche Demonstration. Die Menschen haben geschworen, dass sie unbewaffnet sind. Er erwiderte, das sagst du nur, weil du auch aus ihrer Gegend stammst. Die Einheiten erhielten den Befehl, in die Menge zu feuern. Die blutige Bilanz, 40 Tote und rund 200 Verletzte. Das war der Moment, an dem sich Imad Ahmed Sattouf entschied, die Front zu wechseln. Ich habe sogar mit eigenen Augen gesehen, wie sie einige Verletzte mit dem Gewehrkolben erschlugen. Das habe ich ganz deutlich gesehen, mit eigenen Augen. Ich habe versucht, die Demonstranten zu schützen, indem ich in eine andere Richtung in die Büsche schoss, um die anderen von den fliehenden Demonstranten abzulenken. Ich habe so lange dahin geschossen, bis sie dachten, da würden sich welche verstecken und es mir gleich taten. So hatten einige Demonstranten die Gelegenheit zu flüchten. Imad Ahmed Sattouf wurde wenige Tage nach dem Interview in Nordsyrien vom Geheimdienst gefasst. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Tamal Awam fürchtet um dessen Leben. Die Oppositionellen im Grenzgebiet halten derweil ihre Pläne geheim. Was sie genau planen, haben sie selbst dem Filmemacher nicht verraten. Sie bereiten etwas vor. Auch wenn sie es nicht sagen, ich spüre das. Irgendetwas wird dort gerade geplant. Die Truppen des Assad-Regimes in Siegerpose. Dieses Bild soll es bald nicht mehr geben. Dafür wollen die Rebellen im syrischen Grenzstreifen kämpfen. Noch sind sie eine kleine Handvoll gegen eine bewaffnete und skrupellose Übermacht. Auch wenn der Sicherheitsapparat 5 Monate nach Beginn des Aufstandes die ersten erkennbaren Risse zeigt. Der arabische Frühling in Syrien ist nichts als brutale Eiszeit. Russland hält das von weiteren Waffenlieferungen an die Syrer aber nicht ab. Es gab Lieferungen und es wird sie weitergeben, sagte heute Mittag der Chef des staatlichen russischen Rüstungskonzerns. Vertragstreue kann auch ein Verbrechen sein.